Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Wir sind in der letzten Kampagne, die wir spielen können, sind dann auch relativ am Anfang und sollen jetzt hier in unserem bereits gebauten Außenposten oder Aktivposten ja noch Dinosaurier unterbringen, die wir über Expeditionen bekommen. Und wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich da nur um Fleischfresser. Wir haben in der letzten Folge hier die ganzen Pflanzenfresser uns angeschaut, die hier in der Gegend wohnen, leben. Und ja, jetzt geht es darum, ein paar Gehege zu bauen und dann mit den Expeditionen zu starten. Ich habe mal nochmal auf pausiert gedrückt, weil wir jetzt noch keinen Gewinn generieren. 2,4 Millionen können dann auch ganz schnell weg sein. Deswegen, ja, lassen wir mal kurz ruhig auf pausiert. Ich würde sagen, wir machen mal. Oder wir fangen mit 1, 2, 3 Wegen an. Und gucken dann mal, wo denn so die ersten Gehege hinkommen könnten. Vielleicht hier schon so das erste Gehege, dann ist das gar nicht mal so weit weg. Dann haben wir so ein bisschen den Hügel hier drin. Dass wir vielleicht gucken könnten. Vielleicht sollten wir doch nicht auf Pausieren drücken. Kein Forschungszentrum bis jetzt. Wenn wir nämlich Fleischfresser haben, würde ich nämlich ganz gerne auch andere Zäune nehmen. Denn Stufe 2 ist da nicht ganz so hoch. Habe ich das richtig sehe, haben wir aber gar kein Wissenschaftszentrum. Kostet natürlich jetzt auch ein bisschen was. Was haben wir denn auf der Expeditionskarte? Wir könnten das Wasser ja fast mit reinnehmen, wenn wir ein oder mehrere Bionixe haben. Oh, die sind richtig klein. Die haben wir nicht. Die kenne ich auch noch aus Ark. Da würde ich auf jeden Fall mal gucken, was mit denen ist. Also die waren wirklich ultra winzig. Ich denke, da müsste man vielleicht mal gucken, wie groß sie dann sind. Bis wohin haben wir denn Strom? Ja, noch nicht ganz so weit. Wasser wollten wir ja möglicherweise einfach außen vor lassen. Hier können wir, oder hier würde ich bis zur Straße einfach mal rangehen. Okay, das ist alles schief, denn wir können ja den Beobachtungsposten auch hier vorne hin tun. Das würde ja an dem Beispiel ganz gut funktionieren. Tor kommt irgendwo hier vorne an die Straße. So, nehmen wir hier nochmal den Platz ein bisschen mit. Ich hoffe mal, das reicht. Auch hier natürlich einen kleinen Weg. Dann das Tor. Das kann ruhig hier vorne hin. Ich fand es eigentlich ganz schön, als wir ja auch von der Natur her alles von Anfang an immer gebaut haben, weil man dann genau das nur hat, was die Dinos haben wollen. Deswegen würde ich damit jetzt auch einmal gehen, auch wenn das immer nicht gerade günstig war. Aber dann haben wir vielleicht direkt eine relativ hohe Zufriedenheit bei den ersten Dinosauriern. Und sparen uns dann, oder ersparen uns dann den Ausbruch, den ersten. So, da sehe ich jetzt erstmal nichts. Dann würde ich vielleicht noch einmal hier vorne Strom hin tun.
Dann könnte der auch zählen für die Gehege, die jetzt hier südlich des Weges kommen. Dann haben wir das auch. Dann drücken wir mal kurz auf Play, damit alles gebaut werden kann. Auffüllen kostet bestimmt wieder 300.000. Oh, sogar ein bisschen mehr. Ein Strom, bist du auch leer? Nee. Ach so, weil das noch gebaut werden muss. Ach komm, dich füllen wir auch mal eben auf. So, da ist das Geld auch schon schnell weg. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Genau, hier wird noch langsam gebaut. Haben wir denn jetzt schon, jetzt wo wir Play drücken, können wir denn gucken gerade oder haben wir noch keine eingestellt? Ne, dann haben wir noch gar keine Wissenschaftler gerade. Oh, Kontrollzentrum fehlt auch noch dafür. Dann wird das Geld weniger. Also langsam wird das Geld weniger. Kontrollzentrum, ja, du fehlst auch noch. Ist ja auch fast egal, wo du eigentlich bist. Muss ja ruhig hier oben sein. Okay, nur 50.000. Das ist okay. Haben wir denn laufende Kosten? Ne. Also nur was wir bauen, kostet uns gerade Geld. Das Einstellen wird gleich noch Geld kosten. Also eine Mio hätte ich schon gerne irgendwie in der Hinterhand. Einfach damit wir ja vielleicht schon das nächste Gehege bauen können. Du gefällst mir. 8 für 10.000, das sieht schon gut aus. Also 8 Punkte summiert. Da haben wir 6 Punkte. Also ich gucke eigentlich nie so wirklich auf die Merkmale. Das ist natürlich Aufgabendauer der Expedition, verringern sich gut, dauern eh nur 3 Minuten, also ja, ist nicht ganz so. Dann nehmen wir dich doch mal mit. Und ich finde sie eigentlich auch nicht schlecht. Also je nachdem, ob das hier jetzt schon zählt oder nicht, reduziert das Gehalt um 50%. Und sie hat 3 Logistik. Logistik brauchen wir eigentlich immer. Irgendwann nochmal vielleicht jemand für die Genetik, falls unsere Tiere krank werden. Ah ne, da sollten wir vielleicht Wohlbefinden haben, aber hat ja unsere auch gerade alles. Nehmen wir dich doch mal mit. So, dann Expeditionskarte ansehen. 8 Rodons. Aufgabe starten. Oder wir warten doch noch mal kurz. Wir müssen ja noch gucken bezüglich des Geldes, wie teuer die Ausstattung jetzt ist für die Dinos. Natürlich jetzt in der Zwischenzeit machen können. Das Gebäude wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Und dich brauchen wir. Aufgabe hinzufügen. Frage ist, ob wir gleich einmal manuell fahren wollen, wenn die Dinos da sind, dass wir direkt die Zufriedenheit haben, weil er fährt natürlich jetzt direkt dahin. Und ja, wie er sieht, sieht er nichts. Der Gehalt geht natürlich jetzt ab, die ganze Zeit. Aber ich denke mal, wenn wir da jetzt 8 Dinos haben, das kommt alles sehr, sehr schnell wieder dazu. Zwei entgangen. Okay. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwelche Vor- oder Nachteile für uns hat. Saurier transportieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ganz schön hügelig hier, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier an der Ecke hier hinten sieht sogar relativ gut aus.
Da haben wir schon. Das sehen so aus wie ganz kleine Raptoren, aber sind nicht viel größer als das Gras. So, Freiraum wollen die relativ viel. Natürlich brauchen die Essen. Das würde ich mal hier vorne hinpacken, dass die Wissenschaftler das auch alles beobachten können. Kleines Wasserloch. Oh, das ist noch zu klein. Achso, weil er noch sein Territorium bildet, aber das sollte dann passen. Und die wollen Wald. Das können wir hier hinten ganz gut hinpacken. Da kommt sogar erst noch der sechste. Aber für ihn ist das immer noch zu wenig Wald. Aber er hat hier auch noch Freiraum, den hat er ja noch gar nicht entdeckt. 93% bin ich auf jeden Fall zufrieden mit und steigt jetzt noch alles. Sie müssen natürlich jetzt noch alles erkunden. Ah, jetzt ist er gerade dabei, auch darüber zu gehen. Ah, 100%. Das sieht doch gut aus. Muss er natürlich gleich mal bitte alle überprüfen, dass wir wissen, was es jetzt damit auf sich hat. Und wir verdienen 153.000 die Minute. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Es ist schade, dass ich die Beobachtungsanlagen nicht direkt bauen kann. Ach, kann ich sogar. Ich würde gerne hier eine bauen. Dass wir hier alle drei auf einmal haben. Also für die. Nächsten zwei Gehege. Das wieder direkt. Ja, das alles ziemlich nah beisammen haben. Dass wir hier so einen Bereich haben, wo man viele verschiedene Dinosaurier dann beobachten kann. Haben wir jetzt auch 1 Million, haben wir schon wieder nice. Geld wächst, obwohl wir gerade bauen, das gefällt mir. Bisschen Forschung würde ich halt gleich noch, wenn wir Geld über haben. Muss natürlich jetzt auch gucken, dass unsere Forscher nicht zu sehr gestresst werden. Denn die nächste Expedition lässt gleich nicht lange auf sich warten. Wenn ich hier die Bäume entfernt habe. Dann würde ich die auch direkt wieder auf Reisen schicken. Mit den ersten Dinos 500, fast 600 Aktivpostenbewertung finde ich gar nicht mal so wenig. Was natürlich jetzt weiter so steigt, dann sind wir gut dabei. Ja, ich glaube, so ist okay. Dann würde ich euch auch direkt wieder losschicken. Allosauren brauchen viel Platz. Die sagen mir nichts. Auch nicht. Albertosaurus. Komm, nehmen wir dich mal. Brauchen wir sogar beide, weil wir 6 Punkte brauchen. Aufgabe starten, 150.000. Guten Flug. Aber du könntest mal ja überprüfen fahren eigentlich. So, jeder Dino braucht Wasser. Ah ne, kein Weg, sondern Wasser. Ah, jetzt fährt er. Er testet aber auch gerade seine Grenzen aus. Können die nicht eigentlich fast gefühlt da unten drunter herlaufen?
Ah, hier unten ist noch mal mehr gesichert. Okay, hat sich alles erledigt. Jetzt sind bei allen die Meldungen weggegangen. Gesundheit ist da. Ein paar Tiere laufen hier noch rum, die gefüttert werden. Und alle sind 100% zufrieden. Ja, nice. Vielleicht hätten wir gar nicht so ein großes Gehege gebraucht. Wäre der recht, hätte es auch kleiner getan. Ist jetzt nur mal so gekommen. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Nur das wird dann das nächste Gehege. Machen wir direkt, würde ich sagen, erstmal drei Gehege, dann haben wir eine gute Einnahmequelle. Für Allosauren, die würde ich hier auch noch nicht reintun. Ich würde jetzt erstmal die nehmen, die wir noch in den Kampagnen nicht hatten. Wir haben einen gesunden Cashflow. Oh, da war jetzt Lebendfang abgeschlossen und wir haben keine Benachrichtigung gekriegt. Der Dino ausgebüxt. Oder kommt das jetzt? Okay, ganz so klein sieht der auch nicht aus. Sonst müssen wir hier unten noch hin expandieren. So, er fährt jetzt los. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Ich will eigentlich den Baum noch weg haben. Dass er nicht direkt ausbüxt. Ja, hier wäre natürlich jetzt auch so ein Schutzbunker gar nicht mehr verkehrt. Was kostet uns? Der war doch nur irgendwie bei 25.000 oder so. Der war relativ günstig. Was haben wir jetzt? 1,7 Millionen? Okay, das ging jetzt aber schnell. Nein, nicht Wege, Umgebung, Agenten. Schutz oder so. 75 finde ich auch noch okay. Nicht identifiziertes Leiden entdeckt. Das klingt doch schon mal gut. Fehlende Beute. Okay, das sollten wir vielleicht erst machen. Mehr Wasser. Ah, er hat das schon alles als Territorium. Nice, okay. Ich glaube, ein bisschen Wasser geht noch. Sandig und ein Fels. Beides mal. Haben wir hier so ein bisschen felsmäßig und hier Sand. Zufriedenheit ist da. Dann. Sind da. Dich brauchen wir. Aufgabe zufügen. Achso, wurde automatisch losgeschickt. Das ist natürlich noch besser.
Ah, dann trefft euch am besten einmal hier. Telefon verschluckt. Okay. Kriege ich das als Bild hin? Okay, Telefon verschluckt, klingt ja schon mal interessant. Dann gucken wir mal, dass wir den ganz schnell geheilt kriegen. Vielleicht müssen wir nochmal einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin dafür einstellen. Der braucht 6 Anforderungspunkte. Das ist ein wenig viel, muss ich gerade sagen. Da haben wir 3. Da haben wir nochmal. Oh, der ist richtig gut. Was kostest du? 19. 4. 21.000. Haben wir denn hier für. Verringert die Aufgabendauer für den Brutvorgang. Das haben wir noch gar nicht. Erhöht das Genetikpotenzial um 5 Punkte und die Genetik. Fähigkeit um 3. Und die ist aber ganz schön teuer. Jetzt haben wir hier 6. Das ist schon mal gut. Dann können wir das nämlich machen. Und vielleicht mit dem anderen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin forschen. Das weiß ich gerade gar nicht, wer. Oder habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wer wie frei ist. Dich brauchen wir und dich brauchen wir. Okay, dann ist sie noch frei. Dann gucken wir mal Forschung ansehen. Oh, dieses Betriebsgebäude Personalzentrum. Und hier brauchen wir 4. Das geht also nicht. Vielleicht brauchen wir nochmal jemanden in Logistik. Aber jetzt gerade würde ich sagen, holen wir uns auch nochmal ein Personalzentrum. Weil dann sind wir durch mit den Gebäuden, hätte ich jetzt geschätzt. Da kommt nicht mehr viel dann. Ja, irgendwie würde ich noch, oder? Wie sieht es gerade vom Cashflow aus? Ja, 200.000 ist jetzt auch nicht ganz so viel. Gerade wenn wir nochmal wieder für 300, 400.000 wen einstellen. Ich glaube, ich würde eher nochmal auf einen weiteren Dino gehen oder auf weitere Dinos. Weil 2 Gehege ist ja gerade nicht so viel. Oder wir gucken einfach, ob wir in einen losschicken können. 3 oder 6 brauchen wir sogar. Okay, dann geht das gar nicht. Frage ich jetzt auch, wie lange die hier beim Heilen sind. Ja, können wir leider alles nicht machen. Das heißt, wir werden. Entweder warten wir jetzt oder wir gehen noch auf einen weiteren Wissenschaftler. Ja, komm, wir holen uns noch jemanden, sonst dauert es ja alles, glaube ich, noch sehr, sehr lange. Ah, jetzt können wir sogar 6 haben. Dadurch kam. Das Upgrade. So, hier ganz konstant 7.500. Ah, nehmen wir sie direkt. Also, wir machen ja über 100.000, jetzt kostet sie 7,5. Dann würde ich aber trotzdem nochmal auf eine Expedition gehen. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal das dritte Gehege. Die sagen mir auch nichts. Ach, da haben wir. Oder haben wir die doch schon gehabt? Man kann sich. Ich habe nie da oben hingeguckt, muss ich gestehen. Komm, nehmen wir den. So, fast 600 Punkte. Fehlen natürlich jetzt einige. Wir waren schon an die 1000 dran oder knapp über 1000. Jetzt fehlt hier natürlich der Dino. Für 30 Sekunden dauert das. Das ist nicht lang.
keiner ausgebüxt, ist auch sympathisch. Ja, es ist interessant zu sehen, wie so ein bisschen Bewegung in den Gehegen ist und dann sieht man, oder dann fällt mir erstmal erst ein, dass es hier hart dann die ganzen Ziegen sind. Behandlung erfolgreich, das hört man auch immer wieder gerne. Forschung ansehen. Touren. Achso, wo sehe ich das jetzt eigentlich? Wo kann ich... Infrastruktur. Gehege, da ist es. Das suche ich. Das möchte ich erforschen. Mit euch beiden. Das würde ich nochmal beides nämlich machen wollen, wenn wir die großen... Bevor wir die großen Dinos haben. Vielleicht kriegen wir es heute auch noch zumindest gestartet. Wäre gut. Sonst vergesse ich das nämlich. Da haben wir auf jeden Fall die guten Zäune. Aber wenn die zufrieden sind, ich glaube, da reicht auch Zaun Nummer 2. Frage ist dann nur, wie das ist, falls hier mal ein Sturm kommen sollte. So, Forschung ist gleich fertig. Die drei Dinos oder bis zu drei kommen gleich. Alle drei kommen, okay. Noch einer fürs Stickeralbum. 16 von 79. Und Zaun ist erforscht. Achso, jetzt könnte aber sein, dass ein Wissenschaftler erstmal Pause, eine Pause braucht. Ja, hier nehme ich. Obwohl, das kriegt ihr doch auch hin. Nee. Ach, kein Platz verfügbar. Dann. Fehlt mir so auch ein Punkt. Geil. Okay, das habe ich jetzt nicht beachtet, dass wir uns da ja noch Punkte fehlen. Oder kann ich die leveln? Ja, was scheint da nicht. Forschung erforderlich. Das ist natürlich jetzt nicht so gedacht. Komm, du darfst dich mal eben ausruhen. Dann. Komm, irgendjemand, der vielleicht irgendwie noch mal 7000. Ach ne, wir brauchen eigentlich jemanden, der 3 kann. Dann haben wir 3, 3. Moment, ich muss gerade einmal nochmal gucken bei der Forschung. Können 3 oder können 4? Ich brauche einen, der 3 kann, weil es können 3 forschen und wir haben 2 mit 3. Den mit 3, ja, dann brauchen wir sogar einen mit 3. 3 in Logistik. Hier in Logistik. Aber so viel denke ich, ja, obwohl. Dann haben wir 4 und können nochmal eine Zweier oder einen der unsere beiden, die 2 haben, nehmen. Dann für die Expeditionen. Achso, jetzt müssen wir natürlich warten, bis er fertig ist mit der Pause. Und dann kümmern wir uns hier um die Dinos. Dann machen wir denen noch ein schönes Gehege. Vielleicht fahren wir einmal kurz manuell. War das eigentlich auch ganz schön in der, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die letzte oder vorletzte Kampagne waren, wo wir ein Auto sozusagen für uns immer frei hatten. Nee. Oh, 2600 schon. Bereich. Wasser ist okay. Vielleicht geht da noch minimal mehr.
So, das sollte reichen. Ja gut, Beute. Kein Problem. Hier hinten machen wir das hin, dann stört da auch kein Wald. Freiraum ist okay, ja gut, Wald halt jetzt noch. Die wollen aber dann doch ein bisschen mehr Platz, wenn ich das gerade richtig sehe, sonst reicht es mit dem Freiraum nicht. Weil ich glaube, Wasser könnte auch ein bisschen mehr sein. Ich mache das jetzt bewusst größer, weil ich das Gehege nochmal ein bisschen vergrößern würde. Und 100% können wir denen, glaube ich, schon geben. Das ist, glaube ich, kein Problem. Denk mal, viel größer muss das gar nicht sein. Das könnte schon ausreichen. So, dann du ruhst dich noch aus. Das ist okay. So, dann forschen wir einmal kurz. Dann haben wir das nämlich in der nächsten Folge fertig. Eins, zwei, drei. Aufgabe starten. Weil da stand gerade irgendwie 16 Möglichkeiten zu erforschen. Also fehlt noch echt viel bei Gehege. Ach, oder das zählt dazu. Ach, das zählt dazu. 0 von 13. Einen Baum stehen lassen. Egal. So, wo seid ihr? Komfort ist natürlich ultra hoch. Aber da muss natürlich, oder die drei sollten jetzt, oder müssen das Territorium natürlich hier noch erkunden. Dann sollte das auch nochmal ansteigen. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich denke, nächste Folge machen wir diese Kampagne hier fertig. Uns fehlen noch knapp 1000 Punkte. Ich denke mal, maximal zwei Gehege noch. Dann sollten wir das haben. Und dann starten wir den Sandkastenmodus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Am Donnerstag um 17 Uhr geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Gerne würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ansonsten sage ich bis Donnerstag. Ciao.